Moin moin und herzlich willkommen hier vom sturmzerzausten Hamburger Rathausmarkt. Es ist sehr windig, 12,5 Stunden vor dem Start des dritten Ironman Hamburg. Ich stehe hier mit meiner Kollegin Helena Wädchen und mit dem Ironman Deutschland-Chef, mit Oliver Schiek. Ja, moin. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Olli, das dritte Mal Ironman in Hamburg. Was bedeutet das hier für die Stadt? Naja, also ich glaube, Hamburg kann man tatsächlich ja mit den anderen Aktivitäten, die wir hier haben, als Triathlon-Hauptstadt Deutschlands was bezeichnen. Da hätte Frankfurt jetzt was dagegen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Und im dritten Jahr und vor allem, dass wir dieses Jahr, fasse ich es jetzt mal voraus, auch schwimmen dürfen, hilft extrem. Und so ab 3 Jahren würde ich sagen, ist es etabliert. Und da freuen wir uns drauf und wir hoffen, dass wir auch die nächsten 30 Jahre hier weitermachen. Ja, reden wir ein bisschen über die Strecken, reden wir über Schwimmen. Du hast es gerade erwähnt. Wie oft hast du diese Woche das Wort Blaualge gehört und erklären müssen? Ja, also viel zu oft und vor allem viel zu oft auf der Basis, dass es eigentlich gar kein Thema war. Also die Grenzwerte, die Messwerte, die waren nie in einem Bereich, wo man sich wirklich ernsthaft Sorgen machen musste. Aber aufgrund des letzten Jahres und aufgrund der Wetterlage, die ja auch jetzt gerade die Woche ja doch sehr, sehr angezogen hat, ich glaube, Sommerloch in Deutschland, wenig Politik, es gab wenig in den Nachrichten in der letzten Zeit außerhalb Wetter, hat dazu geführt, dass es sehr, sehr viele Interviews waren. Aber jetzt gerade auch dann so Freitag war ja auch offiziell von der Stadt verlautbart worden, dass das kein Thema ist. Von daher war das dann immer schon eher so retrospektiv und ging dann irgendwann Richtung Wind und potenziellem Gewitter ab. Ja, das merken wir hier. Wie gesagt, es weht hier. Wir hatten eben schon ein bisschen Angst um unsere Technik hier. Sag einmal ganz kurz, was sind denn die Temperaturen momentan? Also können sich die Athleten auf Neo oder auf ohne Neo-Schwimmen einstellen? Das wird ganz spannend. Also die Profis werden auf jeden Fall kein Neo haben. Da ist ja 21,9 der Grenzwert und da sind wir deutlich drüber. Vorhin haben wir eine offizielle Messung bekommen, die lag bei 24,3 und da wird es jetzt wirklich spannend. Ja. Ich würde mal so von meinem Bauchgefühl her sagen, morgen früh 5.30 Uhr die offizielle Messung. Jetzt ist es kühl. Also nicht kühl, aber kühler, sollte auch heute Nacht unter 20 Grad gehen. Also wenn wir Glück haben, können die jeder Männer oder die Age-Grouper mit Neo schwimmen und das wäre mir persönlich auch ganz recht. Die Schwimmstrecke ist ja quasi ein Novum, ohne Landgang. Es war im letzten Jahr, glaube ich, auch schon so geplant und in diesem Jahr wird es durchgezogen. Es geht also quasi erstmal 1,5 Kilometer geradeaus. Man kann sich gut orientieren durch die Brücke und dann geht es einmal rechts ab und dann ist man nochmal rechts ab und ist man wieder da. Genau, also der Landgang ist natürlich grundsätzlich immer schön und ist immer schön, weil er ja einen Sicherheitsaspekt hat. Nur haben wir die Möglichkeiten ja, ne, bei dem Schwimmen durch die Brücke hätte man theoretisch die Möglichkeit, links und rechts rauszugehen. Also der Sicherheitsaspekt ist dann wiederum gegeben. Und wer das Schwimmen im ersten Jahr gesehen hat, diese Gegenläufigkeit von dem Exit und dann zum eigentlichen Schwimmausstieg, war doch ein bisschen eng und auch zum Teil ein bisschen verwirrend und gefährlich. Von daher, das können wir aber hier nicht anders lösen, weil die Alster nur, weiß keiner, aber ein Fluss ist und jetzt nicht so breit ist, dafür relativ lang, sodass das, glaube ich, am Ende des Tages die richtige Entscheidung ist. Ob es dann so ist, sprechen wir dann morgen Abend drüber. Ja, dann geht es erstmal durch eine sehr lange Wechselzone, dann auf die Radstrecke. Helena, du hast sie besichtigt mit Andreas Rehlert und wir haben ein paar Bilder davon. Olli, du kannst ein bisschen was dazu erzählen. Skoda, tolles Auto. Nein, also das ist als allererstes schon mal ein ganz wichtiger Bereich. Ich glaube, Kilometer 7 ist das, muss man zweimal fahren. Relativ langes Kopfsteinpflaster, was auch echtes, wie man es hier sieht, echtes Kopfsteinpflaster ist. Also es ist eben nicht irgendwie total verfüllt und wird sicherlich für den Athleten, also derjenige, der sich nicht super sicher fühlt, sollte vielleicht da nicht unbedingt auf dem Aero liegen, wie es Herr Rehlert jetzt macht. Und vor allem auch aufpassen, dass die Sachen nicht wegfliegen. So, jetzt geht's hier schon weiter, Kühlbrand. Brücke, das ist ein Highlight, was wir letztes Jahr nicht hatten, was wir im ersten Jahr hatten, was wir jetzt wieder mit dabei haben. Das ist quasi die einzige echte Erhebung. Hamburg ist ja recht flach und ist eine tolle Brücke, tolle Aussicht. Also wer da als Athlet dafür Zeit hat, mal links und rechts zu gucken, würde ich machen. Allerdings sehr windanfällig und jetzt heute haben wir Wind. Also ich glaube, da muss man echt aufpassen. Beim Hochfahren sich vielleicht nicht überschätzen, möglichst vielleicht auf das kleine Blatt schalten, nicht überpacen. Beim Runterfahren vielleicht die Hände an Lenker und vor allem, wenn man vorne irgendwie Aero-Felgen hat, auf Seitenwind achten. Genau, jetzt sehen wir hier erstmal schon die Bahnüberquerung. Ich habe gelernt, 18 Stück gibt es auf der ganzen Strecke. Andreas ist hier jetzt gerade relativ im 90-Grad-Winkel gefahren. Ich habe aber gelernt, morgen liegen da Matten drauf. Das heißt, die Teilnehmer können ganz normal drüber fahren, sollten vielleicht in den Handlebars anfassen und nicht liegend fahren, weil die Matten ja doch eine kleine Erhöhung sind.
Und dann gibt es Schafe. Genau, die Schafe. Also die Matten hast du genau richtig gesagt, die Schafe, mein Lieblingsthema von heute. Morgen einmal eine zusätzliche Fahrt von einem Wasser-LKW ermöglichen, damit die Schafe ihr Wasser kriegen bei dem Wasser, bei dem Wetter. Ja, Matten war perfekt. Jetzt haben wir den Deich. Der Deich ist flach, das wissen wir ja, aber er ist natürlich besonders windanfällig. Was rätst du da den Teilnehmern? Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, die ganze Zeit Hände unten fahren, weil es ist sehr lang. Aber man muss, glaube ich, gerade wenn man Aerofelge vorne fährt, immer aufpassen und nicht träumen. Ne? Und hier Zollenspieker Fährhaus, Wendepunkt, das ist natürlich immer ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Da sieht natürlich anders auf, da sind dann Sachen aufgebaut, das erkennt man einfach. Aber auch da Hände vom Bar runterbremsen, lieber ein bisschen langsamer rum und dafür nicht hinfallen. Und das Ganze dann zweimal. Das Ganze dann zweimal, genau. Beim zweiten Mal weiß man dann, was passiert. Und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Auge für Kühlbahnbrücke und die Schafe. Wunderbar. Dann gehen wir auf die Laufstrecke. Fahrrad wird abgestellt und wir laufen los. Was passiert dann für die Teilnehmer? Ja, also Laufstrecke ist ja an sich dann von der Gefährdung her ein bisschen einfacher, sag ich mal. Aber hier in Hamburg eine echte Besonderheit, weil wir 4x10 Kilometer an der Alster laufen. Und also die beiden letzten Jahre haben es gezeigt, das wird morgen eher mehr sein. Ist man einfach die permanent von Zuschauern umgeben. Eine klasse Stimmung. Man läuft hier quasi, ist fast ein bisschen gemein, quasi fast in den Zielbereich rein und muss dann abbiegen. Beim vierten Mal, da kann man dann sich seinen Jordan Ironman abholen und ins Ziel reinlaufen. Ansonsten, morgen ist es hoffentlich, oder nicht hoffentlich, es wird heiß sein, hoffentlich nicht zu heiß, aber wir haben ein bisschen aufgestockt, das heißt, wir haben anstatt 4 jetzt 5 Aid Stations plus eine zuständige zusätzliche Wasserstation, sodass also das Thema Getränke und Food kein Thema ist. An jeder Aid Station gibt es zusätzlich Eis, also soll es jemandem irgendwie zu heiß werden, kann er sich wirklich runterkühlen und ich kann wirklich allen auch nur raten, nutzt diese Aid Stations. Also nicht lieber mal eine kurze Gehpause trinken, ordentlich verpflegen, dann geht es danach besser weiter. Das Schlimmste bei so einem Wetter ist, wenn man dehydriert und dann irgendwann gar nicht mehr laufen kann. Du bist morgen auch mit unterwegs draußen? Also ich bin auf dem Motorrad. Ja, ich auch, dann sehen wir uns. Ich bin auf dem Motorrad beim Radfahren. Das hat schon immer so ein bisschen was Klassisches, weil man gerne ganz vorne da mit dabei fährt. Ist ja auch immer so beim Rennen so ein bisschen der Punkt, wo man als Veranstalter gerne mit dabei ist, weil es ja schon irgendwie ein wichtiger Punkt ist, dass die Strecke frei ist und die Strecke gesperrt ist. Hier und da gibt es auch mal was zu regeln. Und dann beim Laufen bin ich hier im Ziel, bespreche die Sache mit dem einen oder anderen. Und was ich dann sagen muss, was ich immer klasse finde, das mache ich auch wirklich gerne. Das habe ich früher auch mal gemacht in meinem ersten Leben. Ich stelle mich so zwischen 10 Stunden und 12 Stunden, 2 Stunden in den Zielbereich und nehme da wirklich so viel Emotion auf, dass es mir für die nächsten 3-4 Wochen reicht. Also das ist unglaublich schön. Dafür weiß man dann, wofür man jeden Tag ins Büro geht. Genau. Ja. Also, liebe Athleten, wenn ihr Olli oder mich morgen irgendwo auf dem Motorrad seht, dann führt ihr entweder das Rennen an oder seid gerade überrundet worden. Genau. Olli, was kann jetzt noch schiefgehen von eurer Seite? Oh, jetzt momentan noch ein bisschen viel Wind. Wenn man jetzt hier die Kamera schwenken würde, die eine oder andere Flagge hat ja schon schlapp gemacht. Das soll aber, deswegen sind wir aktuell noch so ein bisschen hinterher mit Branding, also mit dem Banner etc. aufhängen. Das müssen wir jetzt über die Nacht aufholen. Vom Wetterbericht her ist das aber kein Thema. Und dann muss ich ehrlich sagen, kann aus meiner Sicht eigentlich, wie sage ich mal, vorhergesehen nichts schief gehen. Und wenn da doch was schief geht, dann werden wir es hoffentlich hinbekommen. Ja, das hoffen wir alle für uns, für die Athleten. Olli, vielen Dank. Eine gute, kurze Nacht wünschen wir dir und dann sehen wir uns morgen da draußen. Und viel Erfolg morgen. Danke, ciao. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann haben wir unseren nächsten Gast hier, nämlich den Streckensprecher des morgigen Tages, Tisching. Er ist quasi, er hat den Zielsprint geübt, der Till. Ja, Till, ja. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Das ist quasi dein Wohnzimmer, was mit dir durch die Welt zieht. Ja, so kann man das auch sagen. Das ist auch sehr nett, dass die immer mitkommen. Das ist ganz schön, weil wer hat nicht gerne so einen Teppich und so? Nee, Hamburg ist schon echt cool. Das wird ganz, ganz groß morgen. Da freue ich mich drauf. Kennst du diesen Teppich? Ist das immer der gleiche? Der hat schon ein paar Flickstellen, sehe ich hier. Der ist brandneu. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Der muss wahrscheinlich immer mal ordentlich durch die Wäsche. Ah, das ist nur von den vielen Leuten, die heute schon Fotos gemacht haben, dass der ein bisschen dreckig ist. Da müsste man mal rausfinden, wie viele davon sind. Ich glaube, es sind so 3 Trucks ja in Europa unterwegs.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie einen Notfallteppich dabei haben. Das ist bestimmt einer von dreien. Der hat auch schon was gesehen. Ich nehme an, da wo die Flickstelle ist, da hat sich jemand was rausgeschnitten. Fußballer machen das ja auch ja, manchmal, stimmt, so den Elfmeterpunkt auszuschneiden oder sowas. Ja. Das war wahrscheinlich die Wahl zwischen, lasse ich mir ein Tattoo stechen oder klaue ich ein bisschen Teppich. Doch nicht so mutig schon, gewesen. Schon so ein bisschen Tradition, der Teppich. Sind schon viele große Namen drüber gelaufen. Das ist ja auch schön, wenn er eine Mehrfachverwendung findet quasi. Ja. Der steht morgen auch ein großer Name drauf mit Daniel Unger am Mikrofon. Aber hallo, der Weltmeister kommt zurück nach Hamburg. Das wird. Ich finde, alleine dafür lohnt es sich ja schon als Zuschauer hierher zu kommen, finde ich. Daniel ist immer eine Reise wert. Ne? 12 Jahre ist es her an dieser Stelle. Also das Zieltor ist, glaube ich, relativ gut an der gleichen Stelle. Da ist Daniel Unger hier als Weltmeister über den Teppich gelaufen, der damals grün war, glaube ich. Es war noch. Warte mal. Ich bin ja, wann bin ich denn über diesen Teppich gelaufen? 2005, 2006. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der grün war. Wahrscheinlich 2007 auch noch. Da gibt es ganz, ganz schlimme Fotos von, die wir nie veröffentlichen werden. Wir werden im Archiv suchen. Das waren noch so Fares-Outfits, die man da als angehender Triathlet getragen hat. So hätte nur Fares tun sollen eigentlich, ja. Till, deine Aufgabe ist ja nicht nur, morgen das Rennen hier zu moderieren. Du hast ja auch die ganzen Tage hier schon das Ganze mitbegleitet, Athletenbriefing und so weiter. Ich glaube, du hast alles an Kuriositäten erlebt, was man erleben kann. Was ist dir dieses Jahr aus Hamburg schon hier über den Weg gelaufen? Du, Hamburg geht tatsächlich halbwegs, muss ich sagen. Ich habe mich auch so ein bisschen zurückgezogen. Ich hatte mehr zu tun an diesem Wochenende als an anderen und habe deswegen Kuriosität 1 findet ja meistens beim Radcheck-in statt. Und da war ich nicht, weil ich einen lustigen Talk mit Olli Schick und Absolventen der Sportuni hatte über Ironman und sowas. Da habe ich Anekdoten von anderen Rennen erzählt. Aber du siehst natürlich, den absoluten Wahnsinn möchte ich nicht sagen, aber schon spannende Sachen. Also von ganz beliebt finde ich nach wie vor 9 Zimtschnecken aufs Oberrohr geklebt. Ja, also man muss ja auch was zu essen haben unterwegs. Okay. Das ist schon gut. Oder Luxemburg, grandios gut fand ich da den Herren, der seine Laufräder in Alufolie nochmal eingewickelt hat, um die vor der Hitze zu schützen. Ja. Ich erinnere mich dunkel an den Ironman Kraichgau dieses Jahr. Da gab es 2 getrennte Wechselzonen. Da erzähltest du uns auch eine Anekdote von der Wettkampfbesprechung. Was genau war das denn noch? Ja, das war tatsächlich zum Glück nicht dieses Jahr in Kraichgau, sondern ich habe nachgefragt, ob jeder verstanden hat. Es gab einmal diesen unglücklichen Moment bei 2 Wechselzonen. Ich hoffe, dass alle Zuschauer da draußen wissen, wie viel und funktioniert. Ja, also mit dem Schwimmen und dann Rad und dann Laufen. By the way, wir sehen gerade die Wechselzone. Oh ja, da sehen wir es ja. Siehst du. Da fragte mich doch tatsächlich ein Herr erst, wie denn sein Wechselbeutel aus der Wechselzone 1 in Richtung Ziel kommt. Das konnte ich ihm erklären. Und dann fragte er als nächstes, wie denn das Fahrrad aus Wechselzone 1 in Wechselzone 2 kommt. Also auch das habe ich schon erlebt. Und hier kommt mein absoluter Favorit. Kraichgau hat einen neuen oben drauf gesetzt. Ich habe einen Athleten gehabt, der sich beschwert hat, dass er die Radstrecke abgefahren sei. Und die hätte 926 Höhenmeter gehabt, aber online stehen nur 870. Und er hätte jetzt die ganze Zeit auch nur für 870 Höhenmeter trainiert. Oh wei, oh wei. Oh wei. Ja. Wir sehen ein paar Impressionen aus der Wechselzone. Ja, da war einer gerade mit großen Sorgen über sein Equipment. Der hat gleich 3 Kartuschen reingepackt. Ja, aber es ist ja auch super. Das soll ja auch so sein. Ich meine, das ist ja, wenn man so ein bisschen länger dabei ist, wie wir das machen, ihr habt ja auch jetzt nicht zum allerersten Mal was mit Triathlon zu tun, dann kriegt man natürlich alle so vorne diese Spitzenathleten. Ja, ja. Sowas. Aber da sind ja ganz, wir haben 25% Ironman First Timer. Ja, und das Rennen. War ein XXL-Rahmen. Ja. Also alle Athleten waren schon da, nur die Profis da. Da steht noch nichts. Ja, also ja die, aber warum denn auch den Stress? Ne? Das ist ja. In Hamburg ist ja alles schön kompakt, das ist ganz gut, da kann man auch später mal ganz kurz rüberrollen. Aber ja, eben diese Altersklassenathleten, das ist ja großartig. Das sind ja, da ist ja 6 Monate Arbeit oder sowas reingegangen und sowas. Da will ich auch keinen Platten haben auf der Strecke. Ja, ja. Ja, guck mal, wer hat den schon eingesteckt? Steve. Ja, und Katharina Grohmann. Katharina Grohmann ist nicht mit am Start, soweit ich das im Schirm habe. Aber ihr Rad war da. Nicht? Bist du sicher? Ja, das ist die Nummer 58. Ach, das ist Katharina. Wer ist denn raus? Marien Hufe ist raus. Oh, ja. Das ist richtig. Und Frau Liebold. Ja, wir sehen hier, Wind ist angekündigt. Jedes dritte Rad fährt mit Scheibe morgen. Jeder dritte Athlet. Ja, aber das macht ja auf so einer Strecke wie Hamburg total Sinn. Gerade bei Wind. Es segelt. Also, es segelt einfach. Es segelt einfach wunderschön. Da haben ja Scheibenräder ihre Stärken. Es sei denn, man hat Franz Löschkes Scheibe, die am Morgen noch zusammenklappt, wie im letzten Jahr. Nicht ideal. Aber das wollen wir unseren Altersklassenathleten jetzt nicht wünschen. Ja. Ja, du siehst, ja, schöne Bilder. Da werden die Reifen nochmal gecheckt, da wird nochmal alles. Die werden gestreichelt. Die werden nicht gecheckt, die werden gestreichelt. Ja, also. Da habe ich nochmal eine Denksportaufgabe für alle. Vielleicht kann es mir jemand erklären. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber die Athleten da draußen können sicherlich mit ihren Meinungen weiterhelfen. Warum tragen Athleten ihre Fahrräder in die Wechselzone?
Also diese Reifen sind ja nun dann ausgelegt dafür, dass sie am nächsten Tag im Idealfall 180 Kilometer auch mit Kopfsteinpflaster wie in Hamburg ohne Platten schaffen. Guck mal, der Mensch hat sich seine Verpflegung nach dem Raddesign ausgesucht. Ja. Vielleicht hat er auch erst die Ernährung gehabt und dann das Rad gekauft. Das ist, soll ja auch, auch möglich, ja. Ja. Ich fahre ja so mit Beinen eng zusammen. Da hätte ich, glaube ich, wunde Knie hinterher, wenn ich sowas bei mir ja. Und da einer traut sich doch. Ein Nee. Da wird das Fahrrad eingepackt. Muss abgedeckt werden. Genau. Wegen dem vielen Regen, den wir hier die letzten Tage hatten. Und da wollen sie alle hin morgen zum Rathaus, was hier 20 Meter neben uns steht. Boah, das ist auch echt fies, ne? Da kommst du in die Wechselzone und guckst quasi aufs Ziel und dann läufst du. Das Schlimme ist, du guckst beim Laufen noch dreimal aufs Ziel. Du guckst noch dreimal wieder drauf, ja. Aber dafür ist halt die Stimmung auch echt der Hammer, wenn du da vorne vorbeikommst, weil halt egal, ob die Leute schon auf der Tribüne sind oder vorne Laufstrecke oder sowas, die machen halt ordentlich Lärm für dich. Das ist schon echt super. Ja. Ja. Till, wir gucken mal ein bisschen in die Fragen. Wir haben eine Menge Fragen inzwischen bekommen. Thomas Kopke fragt, hallo Till, Schenk, hier ein Ohrensessel. Muss man das verstehen? Ja, das ist eine Frage, die ich mal in einem Podcast gestellt habe. Wenn ihr ein Möbelstück wärt, was wärt ihr, weil es euren Charakter am besten beschreibt? Jetzt wüsste ich natürlich auch, warum Thomas Köpke ein Ohrensessel ist. Ja, was alleine ist ja nicht... Was war mein bester Moment dieses Jahr? Genau dieser jetzt hier zwischen diesen beiden hübschen Menschen am Mikrofon. Also steht ganz außer Frage, Thomas. Ja. Das lassen wir doch erstmal so stehen. Das lassen wir so stehen. Wir haben hier noch eine Frage, da geht es um das Rennen dieses Jahr in Hamburg, wie du das in Vergleich stellst mit den anderen Rennen, die du in diesem Jahr erlebt hast. Also wie steht Hamburg für dich da im Gegensatz zu den anderen Rennen? Das kann ich ja erst beantworten, wenn das Rennen durch ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Keine Ahnung, wenn sich die Frage irgendwie auf Wertigkeit des Rennens und auf Startfeld oder sowas bezieht, bin ich total überrascht von Hamburg, muss ich zugeben, weil es ist spät in der Saison und ich hätte gedacht, dass eigentlich weniger Top-Pros dabei sind. Und ich bin sehr überrascht, dass wir Leute dabei haben wie Matt Troutman und Will Clark und auch bei den Frauen Susie Cheatham und so Athleten, die qualifiziert sind, tatsächlich schon für Hawaii und sagen, wir kommen trotzdem nochmal vorbei, Hamburg ist super, da wollen wir einen raushauen. Also von daher, Hamburg hat sicherlich seinen Stellenwert. Woran ich ein bisschen zweifle, ist an Big Daddys Annahme hier unten, dass Hamburg irgendwann von Frankfurt übernimmt. Da wäre ich jetzt bereit, 5 Euro zu wetten, Big Daddy, dass das nicht passieren wird. Warum? Weil Frankfurt ist so dermaßen etabliert. Frankfurt funktioniert einfach mit Triathlon. Die Stadt steht dermaßen dahinter. Ich meine, das Rennen gibt es jetzt seit, 18 Jahren. Da wird Hamburg sicherlich noch einige Zeit brauchen. Ich glaube, Hamburg findet seinen ganz eigenen Platz im Kalender. Es gibt ja auch immer wieder diese Diskussion, wird Hamburg denn vielleicht die Europameisterschaft übernehmen oder sowas? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das funktioniert sehr, sehr gut mit der Stadt Frankfurt, mit den Partnern und allem. Von daher für mich schwer vorstellbar. Ja, wer natürlich wieder mit dabei ist, ist Niklas Schütz. Niklas fragt, welche Hotspots an den Strecken sind für die Zuschauer empfehlenswert? Das ist eigentlich immer da, wo Till ist. Ja, super. Jetzt stellst du mich natürlich hier voll auf den Topf. Danke dafür, Niklas. Welche Hotspots sind besonders gut? Ich bin ja wirklich für die hier vorne im Bereich, weil du hast den Radrundendurchgang direkt vorne am Ende Balindamm vorne. Wie heißt denn die Brücke? Du bist hier der Insider. Die Brücke darüber, die eine ist die Kennedy-Brücke und die andere heißt anders. Ja. Die Lombardsbrücke. Die Lombardsbrücke, danke, genau. Und du hast von daher Zugriff morgens auf den Start, Jungfernstieg, du hast hier vorne den Radrundendurchgang, du hast hier Athleten, die zurück in die Wechselzone kommen. Von daher würde ich ja persönlich jedem empfehlen, bleibt in der Innenstadt. Gibt es noch Essen und Trinken, viel einfacher. Man hört dich überall in der Innenstadt. Da möchte ich mich jetzt schon für entschuldigen, weil ich werde morgen tatsächlich viel Zeit am Ende der Finishline im Container verbringen und den Livestream machen. Und den hauen wir hier auch ganz ungehemmt auf die Leinwände und die Boxen. Also ihr werdet mich viel hören. Ja. Ja. Verena Krause fragt, was passiert eigentlich, wenn es gewittert oder hagelt, siehe Tour de France? Ich habe mich immer gefragt, was passiert. Ich habe es noch nie erlebt. Ich mache diesen Job ja nun auch nicht seit gestern. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Rennen auf der Langdistanz, wo ich dabei war, irgendwie abgebrochen werden musste. Habe schon manchmal vom Motorrad so sorgenvoll in den Himmel geschaut. Ja. Also ich sag mal, wir können Blaualgen, aber Gewitter können wir nicht. Da sind wir wieder beim Thema Kuriositäten tatsächlich. Also generell, klar, wenn Gewitter ist, dann wird natürlich auch eng mit den Behörden zusammengearbeitet. Irgendwann wird die Entscheidung getroffen, müssen wir abbrechen oder nicht. Zum Beispiel Kraichgau, das ist dann natürlich nicht nach außen, aber so hinter den Kulissen weiß ich zum Beispiel, dass wir schon Starts verschieben mussten und dann auch 3 Minuten tatsächlich vor Maximalzeit, also sonst wäre es gecancelt worden, haben wir die Frage aber bekommen zum Schwimmen. Aber nimm mal Italien zum Beispiel, der 73 Pescara, den es ja jetzt nicht mehr gibt, ist nach Cervia gezogen, das Rennen. Da hatten wir ein Jahr, wo wir das Schwimmen abbrechen mussten, nach den ersten knapp 250 Athleten im Wasser. Und dann ergab sich diese schöne Situation, das war so ein Point-to-Point-Swim. Die sind 200 Meter weiter unten aus dem Wasser gestiegen, die Profi-Herren waren durch. Da
Dann wurde das Rennen, das Schwimmen abgebrochen und alle, die noch nicht im Wasser waren, rannten wie blöd am Strand entlang runter zu diesem Schwimmausstieg, um dann durch die Gitter, die so 100 Meter lang den Strand hochgingen, in die Wechselzone zu gehen. Und die ersten drei Profifrauen, die waren schon durch, als die Altersklassenathleten einschlugen und die anderen noch im Wasser. Und plötzlich hatte ich so einen 100 Meter langen Kanal mit 1000 Athleten gefüllt und von hinten kamen drei Profifrauen. Und es war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, die sind ja durch, wird für die das Rennen schon weitergeführt oder nicht oder was? Und dann musste ich da mit Schultern runter von hinten durch Altersklassenathleten bügeln und wurde immer wieder von den Damen hinten geschubst, dass ich schneller machen sollte. Ja. Was haben wir denn noch Schönes hier? Wir haben im Zellernsee 2017 gab es scheinbar auch einen Rennabbruch. War das das, wo unser Kollege Simon gestartet ist und das war, als wir Schnee hatten? Ja, genau. Ne? Da gab es Schnee oben auf dem Berg. Das ist. Das war 2018. 2018 genau, gab es keinen Rennabbruch, da wurde das Radfahren einfach gecancelt. Genau. Ja, was ihm durchaus in die Karten gespielt hat. Warum gibt es nur einen Slot für Hawaii? Ja, Verena, warum gibt es nur einen Slot für Hawaii? Weil das halt einfach so die Regeln sind. Das ist ja bei fast jedem Ironman so. Also es gibt ja nicht nur einen, es gibt einen pro Geschlecht, der vergeben wird. Und die einzigen Rennen, bei denen es anders ist, sind die Championship-Rennen, bei denen es insgesamt 6 Plätze gibt. Davon sind 2 festgelegt, Frauen, 2 Männer. Und dann gibt es diesen sogenannten Allocate-Slot, der festgelegt wird, je nachdem prozentual, wie viele Profi-Frauen am Start sind im Vergleich zu den Männern. Aber ansonsten hat jedes Ironman-Rennen, das ein normales, in Anführungsstrichen, ist, einen Slot. Das ist einfach Standard so. Ja. Was wir uns ja alle fragen, ist, was machen die Rails, wenn die auf 1 und 2 liegen? Ja, der Andi hat das ja schon beantwortet. Und das ist eine sehr steile These, lieber Andreas Rehler. Das möchte ich im Rennengeschehen sehen. Andi sagt ja, als älterer Bruder ist ja klar, lasse ich dem Jüngeren den Vortritt. Ja, also er ist ja ein Lieber, aber ob die sich so lieb haben, das möchte ich erst noch sehen in dem Rennen. Ich stelle jetzt aber die steile These auf, in die Situation laufen wir nicht rein. Ja. Das ist eine mutige These. Wie ist denn deine Prognose für morgen? Andi gewinnt die Kiste? Oh, ja. Ja. Da habe ich null Zweifel dran, tatsächlich. Also da bin ich wetten, wer noch schreiben möchte, sofort bereit. Also überhaupt kein Thema. Andi gewinnt das Ding. Und hinten dran wird Will Clark sicherlich ein gutes Rennen haben, weil der hat echt Zeit gehabt, sich jetzt vorzubereiten. Der hat sich ja schon spät letzte Saison für Hawaii qualifiziert und kann daher sehr, sehr frei hier an den Start gehen. Und Micha tippe ich mal, dass die einfach mal testen werden. Hat er ja einen Trainerwechsel. Einfach, dass sie ein bisschen probieren, was funktioniert nicht, wie hat das Training angeschlagen und von daher sehe ich ihn hier jetzt noch nicht vorne. Ich glaube, der Trainerwechsel war gut, der war auch sicherlich nicht grundlos und die werden sich dabei was denken, aber morgen sehe ich ihn noch nicht ganz vorne mit dabei. Ja, wen ich auch nicht ganz vorne mit dabei sehe, das ist ein Athlet, der heißt Thomas Becker. Den Thomas Becker, den haben wir heute nämlich in der Wechselzone getroffen. Ja, den Helm habe ich für 10 Euro bei Lidl gekauft, sorry, ja, und ja, Rad habe ich damals ganz gut gekauft, das passt, ne? Aber was war noch? Genau, den Neo, da habe ich mich echt vertan. Ich habe dann einen Surfer-Neo geholt, ne? Weil ich so viel Geld nicht ausgeben wollte. Aber ich war auch schon mal einmal in Frankfurt in den Ironman im Ziel. Ne? Ich hoffe, es morgen klappt es wieder. Ne? Gut. Danke. Deins? Ich muss nur ins Ziel kommen. Also, ja, habe ich nicht vor. Ja, genau. Das ist das Wichtigste geworden. Ne? Ja, auch das ist Ironman. Ne? Man muss hier nicht mit einem 10.000 Euro Equipment antreten. Überhaupt nicht. Spaß soll es machen. Also generell ist Triathlon ja relativ einfach. Ja, das ist, du brauchst ein Fahrrad, das fährt. Gut, es muss ein paar Regularien entsprechen, je nachdem, bei welcher Veranstaltung du dabei bist. Ein Aerolenker gehört nicht dazu, wie wir gerade gesehen haben. Den muss man auf gar keinen Fall haben. Nein, das ist ganz klar. Man sollte einen Helm haben, ansonsten wirst du nicht auf die Strecke gelassen, das ist klar. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass man so ein Rennen, da braucht man nicht mal Radschuhe für. Ja, das ist, ich halte mich jetzt zurück, ich bin ja immer für Wetten offen. Ich sage, ich mache das ohne Radschuhe. Ja, wer mich herausfordert, aber nein. Ja, und ansonsten, im Endeffekt, du kannst ja auch das Ding in Radklamotte laufen und sowas. Da haben wir den Surfer-Neo gesehen, von irgendjemandem kann man sich mal einen Neo leihen, wenn wir den brauchen. Ihr habt ja gerade mit Olli gesprochen, mal schauen, ob der überhaupt gebraucht wird. Ich war heute drin in dem Wasser und habe noch die letzten Blaualgen aufgegessen. Und ich bin ja so ein offener Mundschwimmer. Und das war von den Temperaturen her aber super.
Ist das schon abgefärbt auf Shirt? Ja, es war tatsächlich, dass wir haben unsere Hemden damit geblichen. Das waren eigentlich mal weiße Ironman-Polos. Und die haben wir einfach in der Alster nachgefärbt jetzt. Das war super. Deswegen gibt es auch keine Blaualgen mehr. Ich erinnere mich gerade an eine Szene. Ich war in London beim WM-Rennen. Da wurde auch ohne Neo geschwommen. Und ich weiß noch, wie Jan Frodeno hinterher seinen Anzug aufmachte und es kam nur eine grüne Grütze aus diesem Anzug raus. Ja, das so ein bisschen grün kam da vorne auch raus beim einen oder anderen, was wir gesehen haben. Ich würde gerne eine Wette mit Thomas Peck eingehen, denn Thomas Peck liegt falsch, da bin ich mir ganz sicher. Thomas Peck sagt, Andreas und Michael schaffen es leider nicht nur in die Top 3. Ich sage, das ist Quatsch, lieber Thomas. Ich werde, Andi wird dich morgen eines Besseren belehren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dein Wetteinsatz. Mein Wetteinsatz? Oh, Thomas. Thomas, schick mir eine Nachricht. Du schlägst was vor. Ich wette mit dir. 100%. Das ist kein Thema. Der Till hat gerade schon gesagt, er möchte mal wieder einen Ironman machen mit Surfer Neo ohne Radschuhe. Ja. Gut. Ja. Das ist doch ein Deal. Wenn weder Andi noch Micha in die Top 3 kommen, dann mache ich die Radstrecke bei meinem nächsten Ironman. Übernächsten Ironman, der nächste Lanzarote muss gut werden, bei meinem übernächsten Ironman in Laufschuhen. Okay. Wir haben es alle gehört. So mit Kastenpedalen oder wie man sich da nennen. Super. Aber im Gegenzug muss Thomas mir jetzt auch einen guten Wetteinsatz bieten. Thomas, wir warten. Ja. Wir warten. Wir haben Zeit. Thomas, wir haben Zeit. Während wir auf Thomas warten, würde ich ja gucken, hier mal ganz kurz zu den ernsthaften Dingen des Lebens. Denn Demion Arz würde gerne wissen, ob der Livestream dann um 6.30 Uhr oder 9.30 Uhr losgeht. Lieber Demion, er geht um 9.30 Uhr los, tatsächlich. Auch auf der Ironman Germany-Seite, typisch, oder Ironman Hamburg. Es gibt am Anfang der Show so einen kleinen Zusammenschnitt, was passiert ist. Da erzähle ich euch dann schon mal Geschichten, eine Zusammenfassung. Und dann ab 9.30 Uhr ist tatsächlich Live-Bild dann auch da. Ja. Thomas! Um was wetten wir? Kommst du 2020 nach Rot zum Moderieren? Lieber Thomas, Rot war ich ja schon tatsächlich zum Moderieren. Da müssten wir dann mal mit Felix und Katrin drüber reden. Ich wehre mich da überhaupt nicht gegen, ob wir so ein einmaliges Revival da machen möchten, aber das ist eine Entscheidung, die kann ich nicht alleine treffen. Ja. Aber du hast gerade schon gesagt, du bist ja selber nicht nur Streckensprecher, du warst auf einigen Strecken schon aktiv und du liebst Lanzarote. Ja. Absolut. Ich habe immer gesagt, das ist das letzte Rennen, was ich machen würde. Also ja, ich bin einfach zu schwer dafür. Du nicht. Naja, es fängt ja schon mal damit an, du kommst aus Hamburg, ich aus dem Schwarzwald. Von daher liegt mir natürlich Lanzarote von der Strecke her schon mal ein bisschen besser. Und dazu hatte ich auch immer ganz viel Zeit, auf Lanzarote zu trainieren, während ich das Rennen moderiert habe. Und ich finde das einfach ein Traum. Es ist so, du bist so alleine unterwegs auf der Radstrecke. Es ist wirklich ein Rennen, wo du dich... Ich mag das total gerne, wenn du dich im Vorfeld mit der Strecke auseinandersetzen musst, mit den Begebenheiten. Wenn du auf so Sachen achten musst, Mensch, die Strecke ist vom Straßenbelag her schwieriger, deswegen fahre ich mit ein bisschen weniger Bar als andere Strecken. Das gehört für mich zum Racen alles mit dazu. Und das hast du auf Lanzarote. Und ich mag halt den Wind total gerne, weil es ist so, sich so ein bisschen quälen. Und vor allem, und jetzt kommt die Wahrheit, hinter einer Strecke wie Lanzarote kann ich verstecken, dass ich eigentlich total langsam bin. Ja. Jetzt sagtest du eben, Lanzarote, der nächste Ironman muss gut werden. Das habe ich natürlich nicht überhört. Oh. Warum muss der gut werden? Ist da ein großes Ziel in Sicht? Ja, ich bin ja so ein, wenn ich das jetzt sage, kriege ich so Ärger hinterher, aber da muss er jetzt durch. Ich bin ja so ein Michael Rehlert für Altersklassenathleten. Also ich übertreibe es auch immer auf dem Rad schon und dann wird es beim Laufen hinten dran schwierig. Aber es macht so viel Spaß auf dem Fahrrad. Und ich habe das zum ersten Mal geschafft, anständig zu machen, letztes Jahr in Vichy beim 70.3 und habe zum ersten Mal ein Rennen gehabt, wo ich sage, jawohl, Treffer versenkt, das hat Spaß gemacht. Es lag entweder daran, dass ich älter und vernünftiger werde oder dass ich zum ersten Mal vor dem Rennen Alkohol getrunken habe. Also nicht am Morgen, aber am Abend davor. Das weiß ich noch nicht, das finde ich jetzt raus. Und ich möchte noch einmal dieses Gefühl beim Ironman haben, dass ich sage, das war ein richtig guter Tag, da habe ich viel richtig gemacht. Es geht also leider scheinbar nicht um den Hawaii-Slot. Boah, wie viele Zuschauer haben wir jetzt gerade? Boah. Till, ich erinnere mich, wir hatten diese Diskussion schon mal. So, wir hatten diese Diskussion schon mal und ich sage, ich ändere meine Meinung und sage, ja, es geht um den Hawaii-Slot auf Lanzarote. Das ist, Mutti, was habe ich getan? Das ist die Sendung der Geständnisse hier. Ja. Nicht nur ein Ironman, nein, eine Radstrecke in Laufschuhen, sondern auch der Versuch der Qualifikation für Hawaii und Till Schenk. Ja, jetzt, wer soll ich? Ich komme zu dir rüber. Ja, ich setze ein Aber davor. Ich war das erste halbe Jahr
tatsächlich schwer krank, so mit Krankenhausaufenthalten und so weiter, eine seltene Form der Lungenentzündung und keiner weiß genau, wie und wann ich die aus dem System habe. Ich fühle mich seit einem Monat wieder richtig gut. Wenn das bleibt, dann ist das Ziel Hawaii. Aber ich werde mit Sicherheit dafür nicht meine Gesundheit riskieren. Aber momentan sieht es so aus, als könnte ich mit dem Training gut einsteigen. Ja. Ich bin heute 600 Meter geschwommen. Bitte. Immerhin. Ja. Also, genau. Ja, was mit dir, Frank? So, vielleicht doch nochmal Lanzarote, jetzt wo wir hier so unter Freunden zusammenstehen. So, also muss ja keine Hawaii-Quali ankündigen, aber so zugegebenermaßen, warte mal, wer hat denn, nee, Björn war. Wir haben ja beide tatsächlich gekniffen beim letzten Einsatz mit Südafrika. Wie wäre denn Lanzarote? Das ist so ein bisschen mehr um die Ecke. Also ich kann dir sagen, ich habe heute meinen nächsten Ironman-Start festgemacht, aber ich sag dir noch nicht, wo und wann. Puh, das okay. Ist jetzt aber gemein. Alles klar, ich bleib mit Lanzarote am Ball. Ich habe jetzt gesehen, ihr macht das häufiger mit diesen Live-Sendungen. Ich lade mich einfach wieder ein und bleib da am Ball. Das kriegen wir hin. Ich bin sogar heute noch von Olli Schick, der eben hier war, in der Wechselzone gefragt worden, ob ich denn nicht mein blaues Band gegen ein grünes für morgen tauschen möchte. Ja. Und da habe ich kurz überlegt und ganz entschieden Nein gesagt. Ich war mal, nö, ja. Warum nicht? Meinst du, sag doch mal, meinst du, du willst es schaffen? Hier ins Ziel zu kommen morgen? Ja. Ja. Okay. Ich habe vor 3 Wochen meine letzte Langdistanz gemacht und ich bin gut erholt. Und ja. Es hätte nicht viel dagegen gesprochen, außer dass ich morgen arbeiten muss und mein Fahrrad noch saudreckig ist aus Rot. Das, und da gebe ich dir vollkommen recht. Es geht nicht in Ordnung, mit dreckigen Fahrrädern an den Start zu gehen. Ich finde auch. Athleten mehr Stolz haben. So ein sauberes Fahrrad ist schnell, das weiß man doch. Also, liebe Athleten, putzt eure Räder. Jetzt nicht mehr die schon eingecheckt haben. Das macht nur nervös. Ja. Ja, auch das ist immer eindrucksvoll, wie viel schlecht gewartete Räder da in der Wechselzone stehen. Das ist echt irre. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber ja, aber irgendwann gebe ich da ja auch auf. Oh, Till, fährst du in Lanza auch mit Scheibe? Das möchte ich sehen, mit Laufschuhen und Scheibe. Ja, Lanza haben wir ja schon gesagt, ist zum Glück noch nicht das Laufschuhrennen. Das ist dann das danach. Boah, wenn ich mich für Hawaii qualifiziere, muss ich dann aber nochmal einen dazwischen schieben. Dann muss ich auf Hawaii in Laufschuhen an den Start gehen. Das ist auch irgendwie doof. Nicole, ich werde tatsächlich für Lanzarote zumindest die Scheibe mit rübernehmen. Ich werde ein paar Wochen vorher anreisen, dass ich da bin. Von da etwas mehr Gepäck mitnehmen. Ich fahre als kleinstes Gedeck definitiv eine 858, eine SIP. Und also wenn der Wind nicht zu wild ist, fahre ich auf Lanzarote auch eine Scheibe, ja. Ansonsten holen wir dich auf Fuerteventura ab. Genau, richtig. Ja, aber es ist halt, ich fühle mich halt auf dem Rad unfassbar wohl, auch mit Seitenwinden. Das Rad kann gerne so ein bisschen hin und her tanzen. Aber da diese Dinger, wenn du jetzt gut Mirador runter ist, ein bisschen wackelig, das gebe ich ja dann zu. Wobei ich da auch gerne runterfahre. Aber alles andere, da merkst du halt, wie so eine Scheibe fliegt bei dem Wind, den du da hast. Und wenn man sich da wohlfühlt, spricht da in meinen Augen nichts dagegen. Hier fragt auch jemand unter dem Kürzel BS, was denkt ihr, macht eine Scheibe auf die 180 Kilometer in Hamburg? Also es ist natürlich immer so ein bisschen wetterabhängig. Also mein Tipp, 5 bis 10 Minuten. Ihr seid doch die Zahlendreher. Deswegen würde ich, also mein Tipp wären so 5 bis 10 Minuten in etwa. Ja. Je nachdem, wie so die Wetterbedingungen da sind. Und das sind ja nur die Messwerte. Dann kommt ja noch der Kopf dazu. Deswegen lege ich noch 1 Minute oben drauf. Ja, 6 bis 11. 6 bis 11. Ja, genau. Ich finde, das passt ganz gut zu der Frage, was denn wir für Zielzeiten schätzen morgen. Also, was glaubst du, was der erste Mann und die erste Frau, wann kommen sie ins Ziel? Sorry, ich bin gerade völlig irritiert von dem, was ich da von M. Schiffer lese. Da gehen wir gleich drauf ein. Wann kommen die ins Ziel morgen? Ja, welche Zielzeiten erwartest du? Ich erwarte, und damit beantworte ich auch schon Herr Schiff. Natürlich Andreas Rehlert in knapp unter 8 Stunden hier über die Finishline bei seinem Sieg Hamburg 2019. Und bei den Frauen. Haben wir auch noch gar keine Tipps oder hast du noch gar keinen Tipp abgegeben? Ach so. Ja, wie unpraktisch. Bei den Frauen werden wir ein grandioses Rennen von Susie Cheatham sehen, die sich nämlich die ganze Zeit schon zurückgehalten hat, auch die Pressekonferenz vermieden und so weiter und vor allem mit freiem Kopf an den Start geht. Und ich glaube auch, dass Julia Geier grandios sein wird bei ihrem Comeback. Aber ich glaube tatsächlich, dass morgen an Caroline Steffen nur schwer der Sieg vorbeigehen wird. Die ist zurückgekommen nach der Geburt mit dem Streckenrekord in Melbourne und so. Also das ist, da bin ich echt mal sehr gespannt, ob die schlagbar ist hier morgen. Und sie hat natürlich in Australien gezeigt, das ist genau ein Profil, das ihr auch unfassbar gut liegt. Ja, aber das Thema hatten wir eben. Sie ist qualifiziert, sie ist hier trotzdem am Start, obwohl das Rennen ja eins der späteren schon ist. Warum ist die hier? Warum die hier ist? Ich habe mich ein bisschen mit denen unterhalten und das kommt so drauf an. Der eine oder andere sagt, Mensch, ich habe mich früh qualifiziert. Also es ist nicht nur bei ihr so, sondern es war auch beim Will Clark so. Ich habe mich früh qualifiziert
und möchten eigentlich nicht so alles nur auf eine Karte setzen mit Hawaii, weil wenn das Rennen nicht gut läuft, dann habe ich so eine Saison nur darauf geguckt, ohne ein echtes Erfolgserlebnis gehabt zu haben. Das ist zum Beispiel, was sie vermeiden wollen. Dann hast du jemanden wie die Sarah Piampiano am Start, die sagt, Mensch, ich bin beim letzten 2:53 hinten drauf gelaufen und eher noch so mit Angst im Rücken. Hier kann ich jetzt einfach, ich bin qualifiziert, ich kann einfach mal ausprobieren. Ich kann mal gucken, wie schnell kann ich denn so ein Ding laufen. Also es ist teilweise auch echt schon Testwerk in Richtung Hawaii. Das sind die unterschiedlichsten Gründe, weshalb sie hier sind, aber wir sind doch froh, dass sie alle da sind. Ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Lieber Herr Schiffer, dir muss Andi Redert gar nicht leid tun. Das sage ich dir. Ja, lesen wir nochmal vor. Der Herr Schiffer schreibt nämlich, Andi Redert tut mir leid, sein Bruder wird klar gewinnen und er hört auf. Beide wollen nach Kona, es gibt nur einen Slot. Irgendwie ja kein Happy End. Andi wäre besser in Schweden gestartet. Also, Punkt 1 ist, Andi Rehlert hört nicht auf nach dieser Saison. Das hat er gestern schon gesagt. Das hat er gestern schon gesagt. Er plant fest die Saison 2020. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, jeder, der das Rennen auf Lanzarote gesehen hat, so ein bisschen das Hintergrundwissen und alles kennt, der hat gesehen, was generell in Andi noch drinsteckt, auf jeden Fall. Aber das gehört natürlich zu diesem Gerede dazu. Ja? Chris McCormack haben sie vor 2010 auch tot geredet. Nie wieder schafft er was. Der alte Mann und sowas. Und dann, bam, 2010 nochmal einen Hawaii-Titel geholt und die Geschichten. Und Andi Rehlert wäre nicht am Start, wäre nicht mehr aktiver Profi, wenn die Zahlen generell im Training und den Tests nicht zeigen würden, dass er nach vorne mitmachen kann. Bin ich fest von überzeugt. Und von daher, Andi Rehlert, muss man sich keine großen Sorgen drum machen. Naja. Also aber sehen wir im nächsten Jahr Andi Rehlert wieder auf Hawaii am Start mit Till Schenk. Richtig, ja. Der Zieleinlauf wird auch in dieser Reihenfolge laufen, mit einigen anderen Athleten dazwischen. Ja, das ist richtig. Ja, Andi, wenn du weitermachst, dann mache ich auch weiter. Ja. Ich reihe mich dazwischen ein. Du machst das ist doch super, da freue ich mich. Ja. Na, warum machst du denn eigentlich so? Das Thema. Ja, sag doch mal. Schwieriges Thema. Frank weiß das schon, ich bin verletzt und muss noch an der Schulter operiert werden in diesem Jahr. Und deswegen geht es ja erst im nächsten Jahr. Hättest du letztes Jahr prima in Hamburg starten können. Hätte ich letztes Jahr prima in Hamburg starten können. Ja, guck mal hier, Kit Wolkenflitzer hat aufgepasst. Verdammte Axt, sagt, ne? Viel Erfolg auf Lanzarote. Wenn du dich qualifizierst, musst du auf Hawaii in Laufschuhen gehen. Nein, dann schiebe ich noch einen Ironman dazwischen. Verdammt, dann vielleicht lass mich auch immer auf sowas ein. Was denn? Vielleicht Hamburg 2020. Hamburg? Ja. Oh, nee. Also solange ich hierher darf, um das zu moderieren, komme ich hierher, das zu moderieren. Und ja, tatsächlich, meint Helena jetzt für sich Hamburg 2020? Ach so, dich. Ja, ja super. Auf jeden Fall. Ich dachte, wir zusammen. Ja, wir ich hatte das schon direkt als Einladung. Das wäre hier, also. Du 2020? Nur wenn du startest. Kannst du mal mit deinem Chef reden, ob du Zeit hast. Ja. Und dann startest du auch? Da können wir was organisieren oder so. Nein, Hamburg auf gar keinen Fall. Nein, bist du verrückt? Hamburg, nee. Alter, Hamburg ist so schön zum sich das alles angucken. Das ist so eine Hammerstimmung und sowas. Und die dann mit Blut in den Augen da vorne auf der Laufstrecke nur so ein bisschen. Nee, Hamburg ist so, ach, richtig Herzblutrennen. Das gucke ich mir immer gerne aus der Perspektive an, die ich hier so habe. Ja. Ja, wir haben gerade von BS noch einmal die Frage bekommen, die wir vorhin schon mal beantwortet haben, ob morgen mit Neo geschwommen werden darf. Oliver Schiek sagte vorhin, gerade war die Messung bei 24,3, glaube ich. Ja. Er glaubt, dass mit den Temperaturen morgen früh das wohl ganz gut aussieht, aber entschieden wird das natürlich erst morgen früh. Oh, guck mal. M. Schiffer sagt danke für die Antwort. Grüße aus dem Engadin. Der Mann kommt aus dem Engadin. Nächste Wette. Wenn Andi morgen kein gutes Rennen hat wenn Andi am Ende der Saison seine Karriere beendet, dann würde ich sagen, hier Engadin, wofür sind die denn bekannt? Käse, oder? Ja. Ja, dann kaufe ich dir ein komplettes Käserad. Ja. Liebe Grüße von der Supporterkeule. Till, wir sehen uns in Frankfurt 2020. Ich freue mich jetzt schon. Ich bin tatsächlich sogar auch leicht aufgeregt, Supporterkeule. Ja, wie aufgeregt bist du vor morgen? Ach, mehr als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Was auch schön ist. Weil ich habe immer gesagt, wenn komplette Routine reinkommt und ich nicht aufgeregt bin oder nicht Sachen daraus lerne, dann höre ich auf. Dann ist Feierabend, dann werde ich wieder Kellner oder sowas. Da komme ich ja her. Und Hamburg ist halt doch zu Hause zum einen. Also ich bin aufgeregt für viele Athleten, die ich kenne. Das ist ja, ich bin ja da so Weichei. So als Jüngster bin ich wahrscheinlich von meiner Mutter zu lange gekuschelt worden oder sowas. Da müsste man mal einen Psychologen zu fragen. Aber ich bin ja auch so ein bisschen nah am Wasser gebaut, wenn Freunde dann tolle Rennen haben und sowas. Von daher ein bisschen nervös, ein bisschen emotional vor morgen. Und vor allem, ich darf ja an den Livestream. Und der Livestream hat ja den großen Nachteil, dass die Leute genau hinhören, was man sagt. Da kommt man nicht mit nur Blödsinn irgendwie durch die Geschichte durch. Ja, hier kann man einfach die Musik ein bisschen höher drehen an der Finishline. Von daher so ein bisschen aufgeregt schon. Und ich freue mich tatsächlich auch, ich höre dann auch auf, über ihn zu reden, aber ich freue mich wirklich
Andi wieder an der Startlinie zu sehen, bei einem Rennen, wo er auch sagt, er ist fit und so. Einfach, das, ich finde, er ist halt einfach so ein Athlet, den kann man nur gerne haben. Und deswegen finde ich das großartig, dass der hier wieder ist. Und das ist auch so ein Ding, auf das ich mich freue. Hä? Von daher, ja. Ja. Till, wann klingelt dein Wecker morgen früh? Oh, das ist total schön in Hamburg. Das ist super. Warte mal, ich fange so gegen 6 Uhr ungefähr an zu reden unten am Schwimmstartbereich. Das heißt, wie lange brauche ich hier runter mit meinem Rädchen? 5 Minuten? Ja, so 4:45 oder so. Also das sind ja 1,5 Stunden später als in Frankfurt. Ich glaube, da bist du von allen, die hier irgendwie beteiligt sind, der am längsten schlafen darf morgen früh. Ja, total super. Wieso, wann müsst ihr dann raus? Mein Wecker klingelt 3.30 Uhr. Ja, ihr habt ja Wechselzonen. Als wenn ich selber. Sowas, ne? Ja, da schicke ich Daniel Unger hin. Da habe ich gesagt, der Weltmeister ist Praktikant in der Moderation, der macht Wechselzone morgens. Ja. Nee, ja, aber es wird für alle ein langer Tag. Ja, das ganz bestimmt. Aber wir haben ja ein bisschen was vorbereitet, auch für unsere Zuschauer an der Finishline und sowas. Und ein bisschen so Getränke und sowas. Und damit auch jeder wirklich bis zum Ende bleibt. Denn wir wissen ja, am schönsten ist es ab 10 Uhr in der letzten Stunde. Wenn dann so die Helden des Tages kommen. Und da brauchen wir natürlich hier volle Ränge. Ich habe mir das immer mal überlegt, ob man das mal machen soll. Dass man einfach mal so ein Rennen macht, ganz schlecht vorbereitet. Einfach nur mal, um das zu erleben, wie das wirklich ist, wenn so ein Tag richtig lange dauert. Ich weiß, wie das ist, wenn so ein Tag richtig lange dauert. Ich habe ja eine grandiose, schlechteste Laufzeit auf den Marathon in einer Langdistanz von 5 Stunden 45. Das waren konsequente 21 Kilometer in genau 3 Stunden durchgehen. Und dann bin ich aber bei 2 Kilometer 32 in den Laufschritt verfallen, weil sich das Gewitter androhte. Und ich gesagt habe, nee, nach so viel Spazieren gehen werde ich nicht mehr aus dem Rennen genommen. Deswegen habe ich doch in starken 5,45. Und das waren dann schon irgendwie so 13 Stunden oder so, was ich da unterwegs war. Da ging es mir so schlecht, dass ich, um über eine Autobahnbrücke auf dem Fahrrad rüberzufahren, vom Rad absteigen und schieben musste. Aber zu Ende gebracht. Ja. Von daher, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da eher länger unterwegs ist. Ja. Du hast schon alles erlebt im Triathlon. Ja. Wir haben noch eine Frage hier von Flying Killer, der fragt, Schwimmen in der Alster ist doch total die Überwindung oder wurde vorher gereinigt? Wir haben vorhin schon gelernt von Olli Schiek, die Alster ist kein See, sondern ein Fluss, ja. Ein Fließgewässer. Es fließt zwar sehr langsam. Ja. Aber es fließt. Ja, das ist ja auch das Schöne daran. Es ist ja relativ warm. Das heißt, in einem stehenden Gewässer wäre wahrscheinlich das Thema Blaualge tatsächlich eins geworden. Aber es ist halt doch Bewegung drin. Auch zusätzlich durch den Wind. Wir haben ja doch gut Wind gehabt in letzter Zeit, der, glaube ich, wirklich mitgeholfen hat. Also ich sage jetzt mal so, wenn mir jetzt einer so ein Glas Wasser aus der Alster vorstellt, will ich nicht sagen, yay, das trinke ich. Das ist einfach so optisch dann doch so eher leicht bräunlich mit ein bisschen Grün drin aktuell. Ist laut den neuesten Ernährungstrends, glaube ich, ganz in. Ja, das sieht eigentlich aus irgendwie so mit so Kombucha mit Alge oder sowas. Das ist ja auch total gut für einen. Ja, das reinigt den Magen und so. Also, aber ich kann wirklich jetzt ohne Spaß, ich kann sagen, ich war heute Morgen in dem Ding schwimmen und ich hatte tatsächlich gestern einen verstimmten Magen. Also mein Magen ist schon sensibel gewesen. Ich bin in das Wasser rein und ich bin echt so ein offener Mundschwimmer. Also ich trinke von diesem Wasser viel, viel mehr, als ich sollte. Ich komme immer schwerer aus dem Wasser raus, als ich reingehe. Und mir geht's gut. Also von daher, vor dem Wasser muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Ist es ein bisschen Überwindung? Ja, ich glaube, für jemanden, der nicht viel Open Water schwimmt, wenn du halt nur 20 Zentimeter weit siehst, ist das, glaube ich, für keinen schön, egal aus welchem Grund das Wasser jetzt ein bisschen drüber ist. Ja, ich kenne das Rennen ja hier von der Kurzdistanz seit 2002. Damals war die Diskussion noch viel größer, weil man gar nicht... Es gab ja kein Alsterschwimmen, es gibt ja keine öffentlichen Badestellen oder so an der Alster. Und es hatte damals wirklich auch einen starken Eigengeschmack und er ist gefühlt jedes Jahr geringer geworden. Ja, also ich bin im letzten Jahr, hatte ich das Vergnügen, hier dreimal zu starten, 2 Einzelstarts, 1 Staffel. Hab's mir mal so richtig gegeben und das Wasser war okay. Es hat keinerlei Eigengeschmack, Eigengeruch, es ist halt trüb. Genau. Das ist absolut richtig. Und man möchte nicht wissen, was unten drin liegt, aber sonst ist es... Von so leckeren... Nee, auf keinen Fall. Da habe ich mich selber vorhin wieder erwischt. Das ist ja völlig unsinnig und unsachlich auch, weil die Alster ist ja jetzt auch nicht gerade so flach. Aber als ich da vorhin schwimmen war, da haben wir kurz angehalten und unterhalten. Und dann merke ich schon, wie ich so beim Paddeln immer die Zehen ein bisschen anziehe. Ich denke so, boah, Einkaufswagen. Seit neuestem wahrscheinlich auch eine Riesenschwimmer mit Tretroller oder sowas. So Elektroroller, die da drin rumschwimmen. Ja, das ist, aber das ist ganz normal, ich kenne das, ich bin früher immer, als ich hier in Hamburg gelebt habe, großen See draußen schwimmen gewesen und das ist halt auch so, da siehst du nichts und dann plötzlich streift dich irgendwie so ein Ast von irgendeinem Baum, der dann ins Wasser gefallen ist, haben wir so, aber gut, das gehört dazu. Ja. Was nicht, also Algen gehören nicht dazu, weil wir die schöne Frage von Henrich Gölzer haben, könnt ihr was Konkretes zur idealen Ernährung, zur Vorbereitung für einen kompletten Triathlon sagen?
Punkt 1 wäre, sich nicht mit dem Thema am Tag vor dem Rennen zu beschäftigen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich sehr individuell bei dem Thema. Es gibt ja so gewisse typische Zahlen, die man nennt, so 1 Gramm Kohlenhydrate im Rennen pro Kilogramm Körpergewicht und so weiter. Aber das muss jeder für sich so ein bisschen testen. Ich zum Beispiel bin ein Riesenfan, die Tage vorher Protein und sowas runterzufahren und echt nur noch so leichte Ernährung, auch keine Salate, Ballaststoffe mehr rein, dass der Körper wenig arbeitet. Ich fühle mich damit super am Renntag und bin ziemlich leicht unterwegs und habe null Magenprobleme. Aber es muss halt schon jeder für sich so ein bisschen selber rausfinden. Also es gibt ja auch so Menschen, die gehen dann rein in den Supermarkt und sagen so, einmal alles, was ihr an Haribo habt. Echt? Ja, hab ich so gehört. Bei einem gewissen Frank Wechsel habe ich das ab und zu mal auf Facebook gesehen. Es funktioniert. Es funktioniert eben. Und das muss halt wirklich jeder für sich ausprobieren. Vor allen Dingen ist das eine ideale Abnehmmaßnahme, weil danach kannst du das Zeug 2 Monate nicht sehen, wenn du da erstmal so 800 Gramm an 2 Tagen hinter dir hast. Boah, das ist echt der Gedanke an 800 Gramm Haribo. Das quält ja auch noch auf. Aber ja gut, das ist auch schön. Was haben wir denn noch? Haben wir denn überhaupt noch zwei Fragen zu beantworten? Ja, wir nehmen noch hier eine von Nicole Schnass. Die geht nämlich nochmal auf die Besonderheit der Hamburger Schwimmstrecke ein. Es geht durch einen Tunnel. Und dieser Tunnel, der ist, glaube ich, für viele wirklich eine Überwindung, weil wir haben schon gesagt, das Wasser ist ja schon mal relativ düster und der Tunnel noch mehr. Ja, da kann man auch mal durchaus gegen die Tunnelwand schwimmen, habe ich mal getestet. Ja, das geht schon. Da sollte man mal kurz hochgucken. Aber das ist schön. Es kam auch die Frage im Profi-Briefing auf, ob die Seiten denn am Tunnel auch tief wären oder man so auch an der Seite schwimmen kann oder wirklich nur in der Mitte durch. Das ist alles tief genug. Aber es ist schon ein ganz lustiger Moment, wenn es dann so kurz ein bisschen dunkler wird und sowas. Und es geht da auch auf jeden Fall durch. Ja, das stimmt. Und guck mal, Caribulo 76 hat auf Englisch eine Frage, warum wir nichts auf Englisch machen. Would have been great with interviews, chats, YouTube in English, as not all speak German and this race is pretty international. That is correct, my friend, but you are on the site of the German Triathlon magazine, so therefore we do this in German. We are happy to have you here on the site, but tomorrow, if you go on the Facebook page of Ironman Germany, you will get English commentary on the race. Yeah. Da haben wir wieder gelernt, wenn Till die deutschen Worte ausgehen, was relativ spät der Fall ist, dann hat er immer noch genug Englische. Dann legt sie im Schweinweiler nach. Ja. Genau. Till, herzlichen Dank. Danke euch. Ne? Es sind jetzt nur noch 11 Stunden und ein bisschen, bis zum Start. Ja. Ne? Passt noch genau ein Bier rein, würde ich sagen. Genieß es. In diesem Sinne. Ja. In diesem Sinne, Prost. Viel Erfolg an alle Athleten morgen. Ja, das wünschen wir allen. Wir werden uns jetzt so ein bisschen hier zurückziehen. Ich werde jetzt noch einmal die Laufstrecke unter die Füße nehmen. Du kommst mit? Absolut nicht. Ich war heute Morgen schon. Ja. Ich war schon laufen, ich war schon schwimmen. Und zu viel Laufen ist ja auch gar nicht gesund, habe ich gehört. Das sagen sie alle. Der Weltmeister hat mir auch schon abgesagt gerade. Der hat noch keine Zeit. Der Weltmeister hatte ja vor 2 Tagen auch schon Doppellauftag. Ah. Ja, der ist ja im Training für Lausanne. Der Weltmeister kommt ja zurück an die Stätte seines Triathlon-Beginns und wird in Lausanne beim Grand Final... Age-Group-Weltmeister. Age-Group-Weltmeister. Also zumindest ist das der Plan, aber seine Frau sagte vorhin schon beim Schwimmen so neben mir, vielleicht soll er jetzt auch mal anfangen zu trainieren. Daniel Unger, wir setzen auf dich, wir setzen auf euch alle morgen. 2.500 Athleten aus 72 Ländern sind am Start. Wir freuen uns jetzt bei nicht mehr ganz so heftigem Wind auf einen wunderbaren Renntag hier beim Ironman Hamburg. Wir sind eben gefragt worden, ob wir auch live auf Sendung sind. Nein, aber wir sind natürlich hier. Wir werden ganz viele Bildergalerien machen. Wir werden die Sieger im Ziel interviewen. Wir werden große Rennberichte machen. Wir sind auch am Montag dabei bei der Slotvergabe, wenn es darum geht, welche Profis, welche Age-Grupper qualifizieren sich hier in Hamburg für den Ironman auf Hawaii. Ja, wir freuen uns drauf. Genau, wir wünschen auch vor allen Dingen viel, viel Erfolg und genießt euer Rennen. Auch genau, das der erste Ironman ist. Freut euch im Ziel auf. Till und Hadi, die You are an Ironman rufen und genießt den Zieleinlauf, vielleicht ohne auf die Uhr zu gucken. Ja, das ist ja eine goldene Regel, stimmt. Das müssen wir noch festlegen. Auf Wunsch von Hadi Töne. Das erste im Ziel ist freuen und erst dann die Uhr stoppen. Weil das ist völlig wurscht, ob die ein paar Sekunden länger weiterläuft am Ende. Erst freuen, dann Uhr. Sonst stimmt der Ansatz nicht. Sonst schickt euch dieser Till auf eine extra Runde. Genau. Also, viel Erfolg morgen und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.